nur aus dieser Stadt geworden. Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Staat zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Moinsens, meine lieben Klapskallis. Ja, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zur South Park direktakuläre Zerreißprobe. Ein Spiel, was man einfach lieben muss, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Und ich habe den ersten Teil gespielt und ich habe diesen Teil geliebt. Ich habe ihn so gesuchtet, diesen Teil. Und deswegen muss dieses Spiel, das denke ich, nochmal widerspiegeln oder es toppt es sogar nochmal. Also ich bin da guter Dinge, dass wir da sehr viel Spaß haben werden. So, und als erstes würde ich sagen, können wir unseren Avatar hier mal ein bisschen einkleiden. Und fangen wir mal mit den Haaren an. So, wie mache ich das denn am besten? Ich bin mir nicht sicher. Na gut, Mädchen spiele ich nicht. Das ist schon mal klar. Boah, hier so einen typisch rasierten Ami. So ein Potschnitt. Ja, gar kein Potschnitt, aber egal. Aber hier so ein Mönch mal spielen. Ja, das bockt nicht. So, das hat alles nur so eine Hippie-Frisuren. Hippie oder hier so eine Justin Bieber-Friese. Ist jetzt auch nicht so mein Ding. Oh. Was ist Gott, Melkenchen-Frisur? Ich habe einen Sprachfehler und bin Scott Melkenchen. Ich habe Diabetes und dann einen Sprachfehler. Mein Name ist Scott Melkenchen. So, eine hohe Stirn will ich auch nicht. Eine Keil-Frisur. Bin ja kein Jude. So, hier kommen auch wieder nur Mädels. Na gut, dann nehme ich mal hier so eine. No, ich glaube, die ist noch am besten. Dann wählen wir mal die Farbe. Natürlich schwarze Haare hier, ne? Gute schwarze Haare. So. Make-up, was habe ich denn da zur Auswahl? Ich kann Sommersprossen haben, weniger Sonnensprossen, Wimpern und Rouge. Das gefällt mir alles sehr gut, deswegen nehme ich gar nichts davon. Ja, ich glaube, Bart ist auch nicht. Oh, hier ist ein Francesco. Oh, Francesco, scusi, scusi. Oh, mi amore, babidi bubidi. Nee. Das ist alles nicht so geil. Brille auch nicht, ich bin ja kein Nerd. So, Kleidung. So, das Cape. Das Cape muss natürlich rot. Superman Cape, ganz klar. So, dann machen wir auch schön das T-Shirt blau wie Superman. Und ich glaube, er hat. Nee, hier. So. So, ein Hände. Ich glaube, der hat gelbe Hände, ne? Ja, egal, gelbe Hände. Zack. Nicht lang schnacken, gelbe Hände. So. Das ist auch wieder so typisch House Park. Die Schwierigkeitsstufe wird bestimmt anhand der Hautfarbe. Auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Wie er gerade gesagt hat. So, machen wir ja, nur auf dein restliches Leben, ja, ist klar, hier dann sind wir aber fast schwarz. Halleluja, es ist Weihnachtsmorgen.
Die Mauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Ja, wo ist er denn? Natürlich! Der König sitzt auf der Schüssel und scheißt. Aber ich sag mal so, also das ist auch wichtig. So, runterdrücken, halten. Oh, nochmal halten. Coole Moves, ja, und jetzt rauszwicken. Oh geil, das hier rauszwicken nochmal. Oh, schön abgedengelt. Kackmeister, wuhu! Wir sind jetzt Kackmeister. Ich sag mal so, jetzt können wir das Spiel auch eigentlich wieder beenden. Ich meine, wenn man Kackmeister ist, was soll denn noch kommen? Welche Steigerung gibt es da denn noch? Vermutlich überhaupt keine. So. Ja, ich finde geil, dass wir die Krone noch aufhaben. Die steht uns echt gut. Also vor allem mit dem Cape. Und ja, das ist sehr stimmig. So, was kann ich hier machen? Gegenschlagen. Oh, das ist immer wichtig. Dann gibt es eine Furzsei-Wegflasche. Mittel gegen Analjuckreiz. Ja, die können wir wahrscheinlich öfter gebrauchen. Vor allem, wenn wir so einen immer ablassen hier. Bäm. Oh, das mal. Ich mach das mal lieber hier nochmal. Hier ist eine Dunstabzugshaube. Na gut. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Meint der Alkohol? Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Ah. Schieß mich tot, du. Schieß mich tot. Ist das witzig. So, gucken wir mal, was Paddy so macht. Oh, hä? Machen wir es wieder raus. Heroin, Crack. Ah, natürlich. Einen Brownie. Ja, davon kann man abhängig sein. Muss man aber nicht. So, das ist wohl mein Zimmer hier, ne? Hier, schöne Wäsche. Ma! Wasch meine Wäsche! Gut. Dann immer erstmal gegen alles gegenhauen. Oh, wie hieß die denn nochmal? Ah, die Games 4, genau. Ja. Das war auch abzusehen, dass die Games 4, wenn man sie startet, erstmal ein Update machen muss. Das kenne ich sonst nur von meiner PlayStation. Naja. So, was haben wir hier noch alles? Da oben sind noch ein paar Helme. Also, das ist noch alles sehr auf den ersten Teil gemünzt mit Pfeilbogen. Schwertern hier und alles noch so ein bisschen mittelalterlich. Na gut, hier Spielzeuge. Da ist nichts. Satzspielkarten. Damit werde ich ganz viele neue Freunde finden. Ja, ich werde sie alle zum Kartenspielen einladen. Na, gucken wir mal die Garderobe. Klebeband, Labschaum und Stoffballen. So, wo haben wir das hier alles? Da. So, das sind Klebeband, Stoffballen, so Technik. Ich glaube, ich kann da jetzt nichts angucken irgendwie. Gut, dann ist das so. Ja, ich glaube, hier ist halt nichts mehr. Dann gehen wir mal runter. Auf in die Welt. Draußen werden wir ja gebraucht, ne? Hallo? Warte, ich muss hier kurz zu heulenden Menschen. Wie geht's hier im Akku? Mann, wer heult denn hier? Holt euch Kabel. Das ist ein guter Flyer. Ma! Heul leise! Scheiße, ist so ein Kabel. Ein bisschen leiser. Eine Dose mit Ginger Ale und laktosefreie Milch. Das sind wieder die Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spielen.
Hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen, Mann. Boah, los weg hier, ey. So, was ist hier? Und Herr, die dreckigen Mauren wollen Castel Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Mein Herr, ach komm, Alter. Ja. Ich guck mich erstmal um. Was ist hier so? Da ist nichts, ich kann mich auch verstecken. Spitze. Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Shin Pokémon Go Strategiebuch. Wo willst du hin, Herr? Das ist das Ende der Welt! Das Ende der Welt kannst du nicht überschreiten! Das Ende der Welt ist eine Pfütze ausgemalt mit ein paar Haifischen drin. Ich muss sagen, die Kids sind ziemlich kreativ heutzutage. Das hätte ich damals auch gerne gehabt. Gerade in die Stadt gezogen und wirst du als König? Ich glaube, ja, das ist eine kleine Pussy. Achso, ich habe einfach nur mal zugeschlagen. Hau sie weg, König! So, drücke 1, um deine Kraft auszuwählen. Geh hin und drücke Leerzeichen. Boah, hier mit Rückstoß-Kombo. Kräfte mit Rückstoß können zusätzlich Schaden verursachen, indem sie Gegner in andere Gegner, Verbündete oder Objekte schleudern. Krasser Shit. Ich hab keine Angst vor dir und deinen Königskombos. Der König ist unbesiegbar. Will ich. Okay, mach sie richtig fertig. So, und dann gibst du nochmal auf die Mappe. Easy. Wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Wachen des dunklen Hofs bereit. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Oh. Niemand ist so stark wie er. Nee. Ja, also hier sind die Gebirge. Hier lang, König. Und hier erstmal... Immer erstmal die Leute ein bisschen andengeln. Ich will hier mitkämpfen, Mann. Gute Kämpfer gegen euch, Bam. Du schaffst uns nicht alle. Geh. Was soll ich mit G? Ich kann es jetzt eben nicht so schnell lesen. Greifst du einen Gegner zuerst an, erhältst du einen Kampfvorteil, wodurch er gezuckt ist. Ah, okay. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in einer Zeitlinie unten rechts angezeigt. Sehr gut. Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfelds. Okay. Du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik unter ihrem Symbol. Hey, ich bin dran gewesen. Ja, da sehe ich. Gut, dann machen wir jetzt mal 2. Ne, das wäre ja Quatsch jetzt. Abbrechen. Dann müssen wir hier hinstellen. 2. So. Das ist ja unmenschlich. Mach nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Die Mauren sind unaufhaltsam. So, genau, kommen alle hier in die Linie. Dann kann ich euch gleich alle auf dem... Ach, kacke. Das geht natürlich nicht, aber dann nehme ich nur den. Puh. Einfach rings, links, rechts und Kinnhaken. Voll ekelhaft, aber nicht genug, um uns zu besiegen. Oh Mann. So, ich wollte eigentlich die Megafurz wieder ablassen, aber weil die hier jetzt in der Reihe stehen, dann werde ich wieder 1 benutzen. Rückstoß. Kombo zu erreichen. Leck mich. So, was hat er jetzt vor? Eins besiege ich ihn. Wenn nichts mehr hilft, los, einmal in die Eier treten. Wir müssen ins Kastell. Ins Kastell. Wir müssen weiter. So, ich will hier mit. Hier, nimm das, du blöder Fahrradhelmträger. Geh zur Seite oder sterb! Wir gehen durch diese Tür! Das ist Lava vor der Tür. Niemals! Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava! Oh Mann, das war abzusehen. Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava, da könnt ihr nicht durch. Ey, auch so gemacht. Zack! Los jetzt, gehen wir rein! Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair! Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lass den Drachen los! Der Drache. Ein Drache? Wir sind am Arsch. Das ist der Drache, der brüllt. Das ist der Drache, der brüllt. Na gut. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst. Ja. Gerätst du in einem Hinterhalt, gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. Okay. Also bin ich jetzt im Hinterhalt, ja. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot?
Also dann knülzen wir den doch mal in den Drachen rein. Das war schon eine Spitze. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. Das kitzelt den König nicht mal. Das will ich jetzt wohl nicht behaupten. Die gestreiften Felder zeigen eine Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich und nicht getroffen. Mach ich bloß den Feueratem aus! Ja. Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Wenn du bereit bist, deinen Zug zu beenden, hätte C gedrückt. Ja, das war ja eine ganz tolle Entscheidung. Ach, unser König ist ausgewichen! Verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Ja, selbstverständlich. Hier, und der wird jetzt richtig direkt reingeknüllt. Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay. Wie aggressiv er direkt ist. Weißt du, da haben Kinder echt Spaß auf der Straße und das Einzige, was er zu tun hat, ist uns noch beschimpfen, während er vorbeikommt und uns unterbricht. Keiner hält den König auf, er ist allmächtig! Aber die da hinten rechts, die beiden, die da kämpfen, die haben, waren davon auch überhaupt nicht beeindruckt, dass da ein Auto kam. So, und der links, der feiert mich jetzt schon. Oder will einfach, er freut sich im Fernsehen zu sein. Wie jetzt im Fernsehen. Na gut, komm, Hammer. Oh, boah. Oh, Kacke. Drachentöter! Dragon Slayer, King Douchebag. Ich glaube, Duschbeck hieß sowas wie Arschgesicht oder so. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Also, um die ganze Vorgeschichte einmal zu sehen, sollte man sich unbedingt einmal The Stick of Truth gönnen. Vielleicht entweder als Video oder selber spielen. Es hat so viel Fun gemacht. Und dann versteht man das hier auch alles. Hier, ja, hier werden auch ganz viele Sachen noch wieder darauf beziehen werden. Also, zum Beispiel, ja, so wie sie sich jetzt verkleidet haben oder welches Spiel man spielt, das ist der ganze erste Teil des Spiels. Also The Stick of Truth. So. Nur zu, Eure Hoheit! Man nutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Ich möchte nochmal anmerken, dass gesagt wurde, mein unvergleichlicher Intellekt. Ja, das ist genau richtig. Ich habe den unvergleichlichsten Intellekt, glaube ich, überhaupt. Der ist mit nichts zu vergleichen. König Softak ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Selbstverständlich. Scheiße, er ist Wahnsinn. Sprich, Bade, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König! Es heißt, der tötet Drachen mit nur einem Hieb! Ganz recht! Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln! Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab! Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Cool and Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau! Schatzi-Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn and Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Klappe, Cartman.